Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier in meinem Studio. Flo und ich, der ist hinter der Kamera, sag mal hallo. Hi. Wir haben heute einiges geschafft, ich konnte es leider nicht filmen, aber wir zeigen euch heute mal, was wir denn alles so gemacht haben, denn es ist richtig geil geworden. Fangen wir mit der Ecke an, oder? Ja, fangen wir mit der. Also, Nummer 1, das zeige ich euch noch nicht. Hier, wie im letzten Video schon gesagt, ist das ganze Holz, was wir nicht mehr verwenden, das werden wir wahrscheinlich wegschmeißen, außer diese Platte, du kannst auch ein Stückchen herkommen, dass die Leute was sehen. Also die Platte werden wir wahrscheinlich nochmal hernehmen, müssen wir mal schauen, was wir daraus machen, aber ich glaube, das wird auch richtig geil. Die ganzen Sachen, die ich euch jetzt in dem Video zeige, haben wir aus dem ganzen alten Holz, was wir hier rausgerissen haben, ja, hergestellt, sage ich mal. Und wir fangen mal an mit einer, was haben wir gesagt, mit einer Platte. Die haben wir zusammengeschraubt und haben uns gedacht, weil ich will ja hier hinten in der Ecke eine kleine Chill-Out-Area machen. Dazu kommen natürlich auch noch Videos. Und wir haben aus einer Platte, also aus dem Altholz, was wir hatten, haben wir eine richtig geile, ja, wie soll ich sagen, Hintergrundplatte gemacht. Auf diese Platte kommt dann wahrscheinlich noch irgendwie so ein kleines Regal, da müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Aber kommt es mit den Farben gut rüber? Ja. Also wir haben hier außen so weiße Striche gemacht. Das hatte ganz normal diese Holzfarbe. Also außen weiße Striche und innen haben wir das schwarz lackiert. Und da es dann nicht so langweilig ist, haben wir uns gedacht, wir machen noch so weiße Flecken rein. Das sieht dann aus wie so ein Universum oder sowas. Sieht auf jeden Fall richtig sick aus, allein von den Farben her. Wir haben uns gedacht, wir hängen das dann wahrscheinlich hier hin, oder? Ja, hinter die Couch. Hier so hin dann und drunter kommt dann die Couch, aber wie gesagt, dazu kommt auch noch ein Video. Und das ist nicht das Einzige, was wir geschafft haben. Ich wollte eigentlich das mit euch, oder ich wollte das eigentlich alles filmen, aber wir haben gedacht, wir ziehen das jetzt einmal durch, weil das, was hinter euch steht, du filmst das nicht, gell? Das, was hinter euch steht, ist ungefähr das Heftigste, was ich je gesehen habe und was wir richtig gut hinbekommen haben. Dann habe ich einen alten Tisch gefunden. Da dachte ich mir, wenn da hinten jetzt die Couch hinkommt, dass wir irgendwie so einen kleinen Tisch noch brauchen für Ablage, Getränke und so weiter. Und da haben wir, obwohl es sieht jetzt ein bisschen crazy aus, haben wir unseren alten Tisch so lackiert. Wieder hier weiße Ränder, in der Mitte wieder schwarz und in der Mitte hat der Flo irgendwas wieder hingebastelt. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich sag mal so, fürs erste Mal ist schon richtig geil. Und die Füße haben wir auch noch ein bisschen mit, ja, mit weiß lackiert bzw. angesprüht. Und ich denke mal so, für so einen kleinen Beistelltisch sieht das schon richtig fett aus. So, jetzt gehen wir zum Heftigsten, oder? Hm. Jetzt gehen wir zum Heftigsten, Leute. Haltet euch fest. Noch. Genau, also das ist der Tisch. So sieht er aus. Ich weiß nicht, ob der hier bleibt. Film ja nicht meine Schuhe, gell? ob der so bleibt, okay, ist ein bisschen dunkel, aber ich mache dann, wenn wir alles fertig haben, natürlich noch mal so eine kleine Roomtour mit euch. Und das ganze Holz wissen wir halt noch nicht, ob wir das wiederverwenden. Also die Teile werden wir wegschmeißen, die Platte werden wir vielleicht noch mal hernehmen, diesen Holzbock werden wir noch mal hernehmen. Das ist der alte Fuß von meinem Schreibtisch, was jetzt hinter euch gleich ist. Da müsst ihr euch festhalten, das ist so geil geworden. Und ansonsten, was haben wir noch gemacht? Das war's eigentlich, gell? Ja. Außer dem Tisch jetzt da hinten. Und ja, er ist noch nicht fertig, aber ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden. Und ihr könnt mir, wenn ihr das jetzt gleich seht, schon mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, weil es ist ungefähr so heftig geworden. Also nochmal fetten Dank an Flo. Also wir zwei, wie lange waren wir beschäftigt? 6, 7 Stunden. Dann haben wir dran geackert, dass wir das hinbekommen. Ich habe euch ja gesagt, ich will den alten DJ-Tisch nicht mehr haben. Wir haben was richtig Geiles ja, hergestellt, sage ich mal. Sollen wir es zeigen? Eigentlich müssen wir es zeigen. Also er ist noch nicht fertig. Er wird demnächst fertig gemacht, beziehungsweise morgen machen wir ihn fertig. Und jetzt schwenkt mal die Kamera nach rechts. Und Leute, hier ist das Teil, mein eigener DJ-Tisch. Die Platte schön in schwarz mit weiß wieder, wie der kleine Tisch da hinten. Hier oben extra Boxenständer hingebaut. Du kannst auch ein bisschen näher herkommen, Flo. Aber Leute, haltet euch fest. Also wir haben hier oben so eine kleine Ablage gebaut. Hier kommen die Monitorboxen drauf. Auf der anderen Seite ist ja dann die Chill-Out-Area und dazu nehme ich dann noch so, ja, so einen Schaumstoff für die Boxen, die packe ich hier oben drauf. Auf der anderen Seite genau das gleiche und ich muss sagen, aus alten Holzböcken, sagt man da, oder? Ja. Aus so alten Holzmaterial
haben wir, glaube ich, was richtig, richtig Geiles hergezaubert. Und, jetzt musst du kurz herkommen, das ist noch nicht alles, also wie gesagt, vorne kommt noch eine Abdeckung hin. Ob wir das noch lackieren, wissen wir noch nicht, aber ich habe mir auch was überlegt, beziehungsweise der Flo auch. Ich werde hier dann ganz normal auflegen, meine Mixe aufnehmen und wir haben uns überlegt, weil ich ja die Kopfhörer habe und die will ich nicht einfach nur auf den Tisch stellen, sondern wir haben uns hier, sieht man das auf der Kamera? Ja. Wir haben uns hier eine Kopfhörerhalterung gebaut. Das heißt, wenn ich fertig bin mit dem Mix oder wenn ich einen aufgenommen habe, hänge ich hier einfach meine Kopfhörer hin und fertig. Und ich finde das einfach so geil. Film mal kurz den Tisch, dass die Leute das sehen. Also wie gesagt, es ist nicht perfekt geworden, aber das war auch der Grund. Also wir wollten es auch nicht perfekt haben, weil ich finde das so mit so ein bisschen schwarzen Übergang, finde ich das richtig geil. Und obwohl der Tisch noch nicht fertig ist, dachte ich mir, wir bauen jetzt kurz den DJ-Controller mal auf, dass wir mal sehen, wie das Ganze aussieht. Der ist so geil, der ist so geil. Allein wie stabil der jetzt ist. Wir haben das dann alles hier abgeschliffen und ich muss ehrlich sagen, das Holz sieht echt viel, viel besser aus und sieht eigentlich aus wie neu. Und ich dachte mir, bevor wir jetzt hier wieder neues Holz kaufen, nehmen wir einfach das alte her und versuchen einen fetten DJ-Pult zu bauen. Genau, jetzt bauen wir den DJ-Controller mal auf. Den muss ich aber danach wieder abbauen, weil morgen kommt die Verkleidung hier vorne hin. Dazu kommt aber auch noch ein Video und es wird dann auch das finale Video sein von dem DJ-Tisch. Da werden wir morgen fertig sein, oder? Groben im Ganzen, ja. Ja, also morgen werden wir wahrscheinlich komplett fertig werden, aber ich will euch das jetzt schon mal zeigen, weil ich das selber sehen will. Let's go! So Leute, hier ist der DJ-Controller. Den stellen wir jetzt mal hier schön auf den neuen Tisch ab. Ach, der passt. So! Alter! Alter, Leute, zieht euch das mal rein. Wir haben das alles nach Augenmaß gemacht. Wir haben einfach hier geschaut, wie hoch nehmen wir das, wie hoch ist der Tisch, wie hoch ist der DJ-Controller. Und ich muss sagen, von der Höhe her ist der einfach perfekt. Das ist einfach perfekt geworden. Und dreckig ist er wie Sau. Jetzt bauen wir noch kurz zusammen die Boxen auf. So, also der Flo baut gerade die Boxen auf. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wie sick ist das bitte? Also so sieht es jetzt ohne Boxen aus. Allein das Weiß hier mit dem Schwarz und dann kommt der Controller hier. Wir werden uns hier noch irgendwas überlegen wegen den Kabeln. Vielleicht machen wir hier noch irgendwie so ein Loch rein, dass wir die Kabel unten verlegen können. Und jetzt zeige ich euch das Ganze mal, wenn die Boxen dran sind. Das sieht so krank aus. Also wie gesagt, hinten kommt die Chill-Out-Area rein. So eine chillige Ecke, wo die Leute einfach ja gemütlich zusammensitzen können. Ich kann zum Beispiel dann produzieren oder hier ein bisschen Musik machen. Leute, ich bin so geflasht. Ich bin so geflasht. Also die Ecke muss ich natürlich noch aufräumen, aber wir haben einfach gesagt, heute reicht's. Wir haben genug geschafft. Also ich würde sagen, der Flo übernimmt jetzt nochmal kurz die Kamera und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So Leute, also Boxen sind dran. Was sagst du dazu? Sieht heftig aus, oder? Ja, kleine Optionen noch dazu. Sieht richtig heftig aus, Leute. So, jetzt schwenkt mal die Kamera nach rechts. Bam! Hier ist mein eigener DJ-Tisch mit Boxen. Hier oben, wie gesagt, die Kabel, müssen wir noch uns eine Lösung einfallen lassen, was wir damit machen, wie wir die verstecken können. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ansonsten machen wir morgen weiter, oder? Sicher. Morgen geht's weiter. Morgen kommt, wie gesagt, die Verkleidung hin. Vielleicht schaffen wir morgen auch schon einen Teil von der Ecke, weil das ganze Holz kommt raus. Und sonst... Ah, eins habe ich noch vergessen, die Kopfhörer. Also der erste Test, ob die Kopfhörer da halten. Ich hoffe mal. Also so sieht es ja aus, wenn ich hier hinter stehe und einen Live-Mix aufnehme. Und ich habe das jetzt spezifisch auf die linke Seite getan, weil der Kopfhörereingang auch auf der linken Seite ist. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einstecke, zack, und ich fertig mit einem Mix bin, nehme ich einfach die Kopfhörer und lege sie hier drauf. Bam! Und das war es eigentlich mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, wir sind jetzt knapp bei 400 Abonnenten und ich hoffe, da geht noch einiges bei euch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Leute und ciao! Ciao Kakao!